Heute melde ich mich aus meinem relativ neuen Büro im Jakob-Kaiser-Haus, also rund um den Reichstag gibt es ja Verwaltungsgebäude. Ich habe jetzt sehr kurze Wege zum Plenarsaal, weil wir hier mit dem Tunnel verbunden sind, mit dem Reichstagsgebäude. Habe mich jetzt einigermaßen hier mit meinen Mitarbeitern eingerichtet, noch ein paar Kartons auszupacken, aber ansonsten sind wir hier gut angekommen. Ja, als CDUler kann man sich zurzeit ja auch wieder über Wahlergebnisse freuen. Am Sonntag grandioser Erfolg der CDU Schleswig-Holstein. Wir haben am Montag im Bundesvorstand Daniel Günther und seinem Team gratuliert zu diesem tollen Erfolg und hoffen natürlich, dass es auch Rückenwind gibt für die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche Hendrik Wüst von Herzen, dass er seine gute Arbeit fortsetzen kann, dass es ein gutes Ergebnis für die CDU gibt und dann auch eine gute Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gebildet werden kann. Diese Woche haben wir im Bundestag unter anderem über das Thema Ernährungssicherung debattiert. Eine Folge des Ukraine-Kriegs ist ja, dass die Ukraine als großer Exporteur von vielen Lebensmitteln, also insbesondere von Weizen, aber auch von Soja, von Sonnenblumen, ausfällt, mehr oder weniger ausfällt, dass auch absehbar ist, dass wegen dem Krieg jetzt einfach nicht gesät werden kann, dass die Ernten auch in Zukunft entweder ganz ausfallen oder dass deutlich weniger Lebensmittel dann exportiert werden können aus der Ukraine. Und auch Russland hat Exportstopp für viele landwirtschaftliche Güter angekündigt. Das alles wirkt sich aus weltweit. Auch bei uns merken wir zum Teil leere Regale, was Sonnenblumenöl anbelangt, steigende Preise. Aber alles kein Vergleich zu den Problemen, die für andere Regionen der Welt damit drohen, weil gerade Nordafrika, andere Regionen abhängig sind von den Lieferungen, insbesondere von Weizen aus der Ukraine. Der Weizen kommt nicht raus, also zum Teil liegt der Weizen in Lagern, die jetzt auch von der russischen Armee beschossen werden. Es ist nicht möglich, über die Häfen diese Güter zu exportieren. Die Schienenstrecken werden bombardiert von Russland und das kann zu erheblichen Problemen in vielen Regionen der Welt führen. Und wir wissen ja auch, dass Hungersnöte immer wieder dann der Auslöser sind oder steigende Lebensmittelpreise für Fluchtbewegungen. Also auch deswegen müssen wir uns dringend um dieses Thema kümmern. Wir haben heute mit Europaabgeordneten gesprochen, auch die Europäische Kommission will sich dieses Themas annehmen, auch Ursula von der Leyen mit dem Ernährungsgipfel, den sie dazu machen möchte und wo es auch darum gehen soll, wie können wir jetzt diese Länder in der Welt unterstützen, die in große Probleme kommen können, weil die Ukraine als Lieferant von Lebensmitteln ausfällt. Also deswegen ist es ein Thema, mit dem wir uns in Deutschland beschäftigen müssen, in Europa, aber es ist wirklich auch ein Thema von globaler Dimension. Und jetzt hat ja Olaf Scholz von der Zeitenwende gesprochen und es gibt in der Bundesregierung einen, der irgendwie das nicht verstanden hat, was Zeitenwende bedeutet, nämlich der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der einfach stur weiter seine Politik durchziehen möchte. Und das haben wir in der Aktuellen Stunde diese Woche deutlich angeprangert. Wir haben ihn aufgefordert, seine Politik zu korrigieren. Da geht es insbesondere auch darum, dass geplant ist, ab nächstem Jahr 4% der Ackerflächen in Deutschland stillzulegen. Da gibt es Gründe dafür, Schutz der Biodiversität, Klimaschutz, also wichtige Gründe. Aber aus unserer Sicht ist es einfach unverantwortlich, wo so ein großer Lebensmittelproduzent wie die Ukraine ausfällt, in Europa, in Deutschland viel weniger zu produzieren. Das halten wir in der jetzigen Zeit wirklich nicht für angebracht. Und da muss er seine Politik korrigieren, weil Deutschland auch eine Verantwortung hat als ein Land, Europa auch insgesamt, wo gute Anbaubedingungen bestehen. Und wo wir jetzt den Ausfall der Ukraine als Lebensmittelproduzent ein Stück weit ausgleichen können und ich finde auch müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er seine Position dann doch noch korrigieren muss, auch wegen dem Druck, den wir machen, aber letztendlich, weil die Argumente einfach dafür sprechen. Also an diesem Thema werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja, hier im Hintergrund sehen Sie ein Trikot des VfB Stuttgart Bundestagsfanclub. Den haben wir vor einigen Jahren gegründet. Ich bin seitdem auch mit dabei und erst vor kurzem haben wir uns getroffen zur Mitgliederversammlung, haben einen neuen Vorstand gewählt, wie sich das für so einen Fanclub gehört, uns ein Programm vorgenommen für die neue Amtszeit dieses Vorstands. Aber vor allem drücken wir jetzt natürlich dem VfB die Daumen, dass das klappt mit dem Nichtabstieg, dass uns eine Zitterpartie in der Relegation erspart bleibt und vor allem, dass wir nicht in die zweite Liga einmal mehr müssen. Also alle VfB-Fans, wir sind uns, glaube ich, einig, drücken die Daumen, dass das am Wochenende gut geht und hoffen natürlich auf einen Erfolg des VfB Stuttgart. Also ich wünsche dem VfB da wirklich viel Erfolg für ein klares Ergebnis, einen klaren Sieg am Samstag und dass wir auch weiter erstklassig bleiben. Allen VfB-Fans, aber auch allen anderen ein schönes Wochenende und bis bald.